Hallo. Na, willkommen zurück hier im steuerschen Vlogbau. Ihr Lieben, es ist lange her. Ich habe euch gefragt, ob wir uns hier auf der Ebene wiedersehen wollen. Ihr habt ja gesagt und bitte wundert euch nicht, dass ich noch so klinge, je nachdem wann das Video hier kommt. Wir haben mal wieder einen Kindergarteninfekt durch. Der Kleine hat schon wieder was mitgeschleppt. Mitten im Vorsommer. Es ist toll. Es sind wirklich Brutstätten aus der Hölle, diese Kindertagesstätten. Hüsterchen. Aber ja, wir sind alle wieder auf dem Weg der Besserung. Ich bin gerade meine kleine Spazierrunde mit Lola am Machen. Und für die Leute, die mir auf Instagram nicht folgen, ihr werdet euch jetzt gleich erschrecken. Ja, wobei, ihr seht sie ja ab und zu im Küchenchaos. Lola ist so groß geworden, das ist der Wahnsinn. Ich zeig sie euch mal. Ein kleines Lola-Update. Sie ist jetzt 8 Monate gerade geworden und eine ganz süße, liebe, super umgängliche, familienfreundliche Mausi, die irgendwie gerade nicht kommen will. Hallo? Hallo, bist du gerade, sie ist gerade mit Wiese-Essen beschäftigt. Ist das nicht ein süßer Hund? Sie hat da auf dem Kopf eine Wunde, nicht Wundern. Da hat eine Zecke gesessen, die mussten wir abmachen und dann hat sie da ein bisschen dran rumgekratzt. Da hinten auch, also im Moment ist es hier zeckig. Ja, das ist sie jetzt, die Kleine. So klein ist sie gar nicht mehr. Gar nicht so lange her, da sah die eher aus wie so ein Meerschweinchen, ne? Als ich sie euch vorgestellt habe. Ja, was ist passiert? Was ist geschehen? Ich vergesse immer wieder, und das muss ich wirklich zu meiner Schande gestehen, dass nicht alle hier von YouTube auch bei mir auf Instagram sind. Also falls ihr zu den Mausis gehört, die gerne daily up-to-date sein wollen, kann ich euch nur sehr empfehlen, mir auf Instagram zu folgen. Ich heiße da auch @kupferfuchs. Da poste ich eigentlich jeden Tag, was so abgeht. Aber Asche auf mein Haupt, ich habe es irgendwie vercheckt, hier auch mal mich öfter wieder blicken zu lassen. Es ist im Haus relativ viel passiert. Ich gebe euch heute ein kleines... Heute der Vlog ist so ein All-Around-Update, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wie sich das jetzt hier so gestaltet, die nächsten Monate. Vielleicht machen wir auch 2 Vlogs im Monat. Ich muss mal gucken. Immer, ach, diese Strähne hier. Immer wie es geht. Ich habe noch keine Haarspray in den Haaren. Immer wie es geht. Ja, ich würde vorschlagen, ich starte jetzt gleich mal direkt mit einem kleinen Stall-Update. So, hier seht ihr ein buntes Treiben und 2 wilde Schweinchen. Hier hat sich ein bisschen was getan, würde ich sagen. Außer, dass es hier auch sehr laut geworden ist. Es ist ein bisschen begrünt worden, zumindest ansatzweise. Ich zeige es euch mal gerade. Übrigens hier die Sini, die linke, kleine bunte schwedische Blumenhenne. Die war jetzt zuletzt sehr, sehr krank. Ich bin ganz froh, dass sie hier überhaupt noch rumläuft. Die hatte eine Legedarmentzündung. Irgendwie, so heißt das. Und hat eine ganz große Wasseransammlung im Bauch. Und da bin ich jetzt sehr oft mit beim Tierarzt gewesen. Das hat mich ein paar 100 Euro gekostet. Ich hab nichts, Schatzi. Ich hab nichts. Aber jetzt läuft sie wieder und jetzt geht's ihr gut. Und die haben wir echt noch mal gerade so von der Schippe springen lassen. Das war schon sehr, sehr gut. Da ist der Herr Steuer. Hallo, Herr Steuer. Hallo, Frau Steuer. Und, oh, ich glaube, ich habe meine Linse ist ein bisschen blurry. So, jetzt ist besser. Jetzt sieht das nicht mehr aus wie die Traumsequenz in einer Soap oder sowas. Geile Hose übrigens. Sehr gut. Genau, also es ist ein bisschen, wir haben ein bisschen angegrünt hier. Ihr seht, es ist ein Brambus und ein Brambus dazugekommen. OGs verstehen den Joke. Genau, wir haben einen Bambus-Gedingelings. Die Schweinesuhle, die zwischendurch mal ein Teich war, die jetzt wieder eine Schweinesuhle ist, wird hier sehr ordentlich benutzt auch. Ich bin sehr glücklich damit. Und hier ist ein Obstbäumchen eingezogen. Das Problem war, es war gestern einen halben Tag umgekippt, was zur Folge hatte, dass die Hühner alle Blätter abgefressen haben. Guckt euch das mal an. Schlimmer als jeder Raupenbefall, ich sag's euch. Da ist auch noch ein Bäumchen und da ist noch ein Bambus. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass das hier so ein bisschen sich langsam entspannen tut. Ihr seht vielleicht, ein Hühnchen ist gar nicht mehr da. Und zwar, ja, die Ute, die ist leider verstorben vor einigen Wochen. Unser Urhühnchen quasi, die ist einfach an Altersschwäche gestorben. Das ist sehr, sehr traurig, aber die hat hier, glaube ich, trotzdem noch ein sehr gutes Leben gehabt. Und unser Sohn war gestern auch mit dabei, wie man sieht. Ja, ansonsten geht es hier allen Hühnern supi. Die sind ganz wild drauf. Die haben sich hier jetzt gerade die Gnocchis vom Vorabend, die Reste, gesaved. Und eine läuft jetzt gerade mit der letzten Gnocchi hier weg. Und ist heiß begehrt, alle hinterher. Und denken sich so, dein Scheiße, Mann, das ist meine Gnocchi. Guckt euch das an. Alle. Wie die Raptoren. Und sie ist hier eisern ihre Gnocchi am Verteidigen. Eiserns. Naja,
Nee, das war ja auch nicht so schön zuletzt. Da haben wir jetzt so ein paar Bodendecker reingepflanzt und da vorne kann man jetzt nicht so richtig sehen, da ist so ein bisschen Efeu reingepflanzt worden in der Hoffnung, dass das dass das mal ein bisschen sich begrünt. Und unsere Hühnertür ist abgeschmissen, sehe ich gerade, abgegangen. Muss ich auch reparieren tun. Übrigens eine Sache, die ich noch gar nicht erzählt habe. Ich habe was Neues, geupsteppt. Ihr wisst ja, ich war im alten Leben, damals noch in der Stadt, war ich eine Fahrradmausi. Ne? Und hier im bergisch-sauerländisch-oberbergischen Bergdorf, Berg, Siebenberge, hier ist alles voller Berge. Oh mein Gott, gibt es hier viele Berge, hätte man nicht ahnen können, wenn man das regional, den regionalen Regionsbezug, Namen, Dingsbums hört. Und da bin ich nicht so gern Fahrrad gefahren. Ich mag das mit den Bergen nicht so gern. Ich fand das sehr anstrengend. Und ich wollte schon ganz lange was haben, was mir aber die ganze Zeit irgendwie auch zu teuer war. Und jetzt habe ich was. Und zwar habe ich jetzt ein E-Fahrrad. Und ich mache damit einfach Erledigungen, so bei Rewe, DM, Supermärkten, whatever. Und das ist so geil. Ich war jetzt gerade eben unterwegs. Jetzt ist schon wieder am Regnen. Ich bin froh, dass ich nicht in den Schauer gekommen bin. Aber ich zeige euch gerade mal ein paar Impressionen von gerade eben. Da ist die Lola und ihr seht, hier im Anbau hat sich auch ganz viel getan. Und da ist das gute Stück. Es ist wunderschön. Man sieht es ihm überhaupt nicht an. Es ist ein refurbished E-Bike. Und ich erzähle euch dazu jetzt mal ein bisschen was. Ich bin auf jeden Fall sehr flott damit unterwegs. Der Hund findet es auch gut. Und das hier im Anbau, das zeige ich euch wann andermal. Aber das gute Stück hier ist nämlich von Upway. Das ist der Spezialist für refurbished E-Bikes. Und das Tolle ist bei Upway, da findet ihr refurbished E-Bikes bis zu 60% günstiger. Mit aber allem, mit Garantie und Versicherungsmöglichkeiten und allem. Und es gibt natürlich auch einen Code direkt vorweg mit dem Code Kupferfuchs. Sehr einfach zu merken. Könnt ihr nämlich 150 Euro nochmal on top sparen ab einem Bestellwert von 500 Euro auf alle E-Bikes und Zubehör. Und das Coole ist, das E-Bike wird zu euch geliefert innerhalb von 3 bis höchstens 7 Tagen. Ich glaube, ich habe 4 Tage gewartet. Also es ging super schnell. Ich war total erstaunt. Und die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Ihr könnt bis zu 14 Tage Probe fahren und jedes Detail wird nochmal von einem professionellen Mechaniker überprüft, bevor das überhaupt in den Verkauf geht. Und ihr könnt auf der Seite auch ganz viel filtern. Ihr könnt nach Körpergröße auch zum Beispiel filtern, welcher Motor das haben soll, wie viele Kilometer das schon gefahren sein soll und. Für mich natürlich total geil, weil ich bin ja sehr klein und ich konnte ein Fahrrad wählen, was einfach auf meine Körpergröße auch passt, wie Sie sehen. Also ihr seht, alles richtig toll und ohne irgendein Risiko und ganz toll auch für die Umwelt. Ich liebe, dass ich jetzt mit meinem E-Bike hier rumheizen kann und nicht mehr mit dem Auto so viel fahren muss. Und mit meinem Code Kupferfuchs könnt ihr, falls ihr das Ganze jetzt auch ausprobieren möchtet oder euch mal anschauen möchtet, wie gesagt, ab einem Bestellwert von 500 Euro 150 Euro on top sparen. Ich habe euch alle Infos und den Link unten in die Infobox gepackt. Checkt das Ganze gerne mal aus. Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter mit dem Video. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Im Hintergrund ist der Philipp schon am Rödeln. Oh, meine Haut sieht aktuell aus, Leute. Ich hab die Hormone, die sind bei mir echt Tango am Tanzen. Kann ich, wenn ihr Bock habt, mal nächste Woche drüber sprechen oder im nächsten Vlog im Moment. Horror, es ist wirklich, geht alles schief. Im Hintergrund ist übrigens der Philipp gerade zugange. Wir sind wild. Ja. Darf ich es schon erzählen? Wir haben da was vor, ich zeige euch mal was. Was könnte das hier wohl bedeuten? Ach du liebe Güte. Es wurden sich ja mehr Behind the Scenes gewünscht. Und das ist hier jetzt eine, kann man nicht anders sagen. Denn, eventuell habe ich das schon erwähnt. Der Kick wäre gewesen, wenn du redest, nicht das Wasser. Ach so, und dann hört man nichts. Ja. Ach, lach mal. Kamera ist da, ne? Ja. Ja. Eventuell habe ich es ja jetzt, hör auf damit, habe ich es ja schon erwähnt, aber es ist endlich soweit. Ich und Philipp bringen ein neues Buch raus. Wir haben ja da oben, wie ihr seht schon, 1, 2, 3. Insgesamt, Philipp hat sogar noch mehr geschrieben, Herr Spiegel-Bestseller-Autor. 1. Du hast 2 schon mehr geschrieben als ich. Ich habe das einzelne Buch gemacht. Ja, aber du hast auch das Plus-1-Buch gemacht. Ach so, ja. Und das Brokkoli-Buch. Insgesamt hast du schon mehrere Bücher geschrieben. Es kommt ein neues Buch raus. Ja, endlich ist es soweit. Wieder von Philipp und mir. Und diesmal komplett in Eigenmanier, wie ihr seht. Also alles wird selber gemacht. Ich kann euch gleich auch nochmal zeigen, wie das aussieht, wenn wir fotografieren. Ich werde dem Mann jetzt gleich erstmal ein bisschen beim Schnibbeln helfen. Alles selber.
von Fotos, von Kochen natürlich, von Anrichten, von Bildbearbeitung, von anderen Ideen. Das Einzige, was wir uns abnehmen lassen, ist den ganzen Scheiß halt halbwegs layouten zu lassen. Aber selbst da haben wir exakt hingepackt, was wir wollen. Und nicht mal Eigenverlag. Eigenverlag. Wir bringen es ohne Verlag raus, sondern Selbi. Und wenn es gut geht, an deinem Geburtstag. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Denn wenn wir es hinkriegen zeitlich, ist natürlich echt ein Brett. Aber wenn wir es zeitlich packen, dann kommt das Ganze sogar an meinem Geburtstag am 19.06. Raus im Sinne von online. In unseren Shop. Genau, in unseren Shop. Dadurch, dass wir Eigenverlag sind, haben wir erstmal nicht die Möglichkeit, in den Handel zu gehen. Ja, es ist alles auch gedruckt. Es wird ein richtiges Buch. Es hat keinerlei Unterschiede zu. So wie die da oben. Genau. So, nur halt von uns. Und online. Und wir gucken mal, vielleicht machen wir es auch vorbestellbar. Aber auf jeden Fall an meinem Geburtstag wird der Drop sein. Und ja, das heißt, wir müssen. Diese Katze ist emotionale Erpressung. Ja, das ist heute der Plan. Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie es aussieht, wenn es fotografiert wird. So, kleiner Zwischenstand hier. Es ist wirklich Chaos. Das kann man sich nicht vorstellen. Jetzt geht's in die nächste Runde. Wir haben jetzt hier schon so ein paar Sachen fertig. Das ist noch nicht angerichtet. Da drüben sind schon zwei Models fertig. Und hier ist auch schon ein kleines Model fertig. Und das sieht dann so aus, dass wir quasi einmal unseren Esstisch hier freiräumen. Der Philipp hat hier zwei Lichtboxen, das ist ganz cool, weil dadurch sind wir so ein bisschen Tageslicht unabhängig. Da hinten liegt eine Miezekotze und das hier ist vor allem super wichtig dahingehend, weil meistens haben wir 800 Unterbrechungen, weil wir uns ja noch ums Kind kümmern. So, das ist aber dankbarerweise bei der Oma jetzt gerade. So, dann haben wir hier unsere Auswahl an Geschirr, die wir nutzen können möchten. Und ja, Lug und Trug, ich weiß. Das sind hier solche Folien, die sehen aus wie eine Marmorplatte. Dann stellt man das da drauf und dann denkt man, wir haben das in der Marmorküche gemacht. Die sind zweiseitig bedruckt. Hier ist auch noch so ein anderes Ding. Davon haben wir ganz, ganz viele. Und man kann dann, warte, ich mach mal hier, so sieht das dann aus. Machen Sie mal, Herr Fotograf. Ich muss scharf stellen. So, und so sieht das dann aus. Voll geil. Also ich bin sehr begeistert. Da oben wird das dann natürlich noch ein bisschen, opala, Entschuldigung, abgeschnitten, weil da ja unsere Tischplatte noch zu sehen ist. Die werden wir auch benutzen, weil die ja einfach sehr schön ist. Die ist nur gerade sehr voll gekrümelt. Und ja, so macht das dann der Herr Steuer. So macht man ein Koch- und Backbuch. Ich sag's euch, Leute, das ist ganz schön viel Arbeit. Und ich? Ich bin jetzt hier in meinem Backhoodie, habe hier mein Tuch an der Schürze mehr oder weniger und bereite da hinten schon mal so weit vor, dass der Philipp anrichten und shooten kann. Und dann schaffen wir das hoffentlich in den nächsten Tagen. Und der Hund brät gerade. Brathähnchenhund. Der hat sich da draußen hingelegt und schläft. Und irgendwo da sind auch meine Mutter und der Kleine unterwegs. Also alles sehr friedlich heute. Willkommen an Pfingstsonntag. Nicht erschrecken. Ich bin echt, ich sehe aus. Ich habe Gestalt. Wir sind mittlerweile an Tag 4. Exzessives Backen und Kochen. Und heute sind die Süßwaren dran. Wir freuen uns sehr, weil das ist besonders viel Naschikram. Unser Gefrierschrank platzt auch schon echt aus allen Nähten, weil wir die letzten Tage Suppen und Ofengerichte und alles gemacht haben. Ich glaube, wir können die nächsten 8 Wochen hier von den Ergebnissen des neuen Buchs speisen. Und ich habe mir ja vorgenommen, wieder ein bisschen mehr zu dokumentieren, was wir hier so machen. Und es zieht was Neues in den Garten ein. Das wollte ich euch gerne zeigen. Und zwar, der Kleine dreht schon durch. Willst du mal erklären, was das hier ist? Was machen wir hier? Was ist das hier alles? Alles für den Sandkasten. Alles für den Sandkasten, ne? Bauen Papa und du den neuen Sandkasten auf? Ja. Ja, freust du dich da drauf? Und was sind diese gelben Teile? Was die gelben Teile sind? Mhm. Vielleicht weiß der Papa das. Ich glaube, das sind die Eckteile, ne? Die Popoteile. Ja. Warte, ich will mal dein cooles T-Shirt zeigen. Was ist das? Pokéball. Ein Pokéball, ne? Dabei hast du das gesehen. Ja, ich habe das gefilmt, den Pokéball, den kann man sehen. So? Ja. Kann ich mal da drauf sehen? Ich film da mal drauf. Jetzt hat jeder dein Pokéball-T-Shirt gesehen. Ist das cool. Habe ich auch Selfie gefunden, feine Sache. Das Ding ist, unser letzter Sandkasten hat den Umzug nicht so richtig gut überlebt. Und es ist eigentlich auch nur noch ein Haufen. Und es gibt keine Abdeckung mehr und gar nichts. Und der ist halt sehr cool dahingehend, weil der so ein Dach zum Runterdings hat. Ich zeige ihn euch gleich, wenn er fertig ist. Ja, und das ist unsere Terrasse. Ich mache im nächsten Vlog mal ein großes Garten- und Terrassen-Update, glaube ich. Weil ihr seht, hier hat sich ja schon
ein bisschen was getan. Das Pflaster vorm Haus. Das Pflaster vorm Haus, genau. Oh, hinten anbauen alles. Ja, der Anbau ist ja auch fertig. Und ich kann ja mal ein bisschen was spoilern. Das ist auf jeden Fall ein kleines Süßigkeitenhäppchen aus dem Buch. Spoiler, Spoiler. Ich verrate nicht, was es ist, aber es ist sehr lecker. Yes, ihr Lieben. Mittlerweile sind wir durch mit dem Gekoche. Heute war Covershoot. Pflanze greift mich an. Heute war das Shooting fürs Cover. Ich habe nicht dieses Oberteil angehabt. Ich hatte ein anderes an. Aber das war schon sehr, sehr cool. Eine sehr herausfordernde Zeit jetzt die letzte Woche, weil das wirklich echt nur ein paar Tage waren, in denen wir Zeit hatten. Und ich denke, dass das mit dem Zeitplan vom 19.06. halt komplett hinkommen wird. Crazy. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mit dem Video hier ein bisschen interagiert. Also ihr müsst nicht abonnieren, aber vielleicht ein kleines Like da lassen oder es mit euren Freunden teilen, wenn ihr möchtet. Es würde mir helfen, hier so algorithmustechnisch die Vlogs wieder ein bisschen an den Start zu kriegen. Und ich bin froh. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass jede Woche einer kommt. Ne? Das wäre ein bisschen utopisch. Aber sie sind wieder da, Leute. Ihr habt sie euch gewünscht, da sind sie wieder. Und ich habe eine Menge zu erzählen und zu zeigen. Im nächsten Vlog machen wir mal, wie gesagt, hier den Garten. Und jetzt würde ich sagen, gar nicht lange schnacken. Bis zu meinem nächsten Video, ihr Lieben. Macht's gut, bis dahin und ciao.